Hallöchen YouTube, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bad Wars. Heute mal auf Revi und wieder mal mit der Facecam am Start. Das letzte Video mit Facecam kam ja super an, also mache ich natürlich nochmal eins. Und ja, wir spielen heute mal auf der Map Donut, so wie es aussieht. Und ja, wie immer könnt ihr mir wieder Tipps geben bei der Facecam, ob es zu überbelichtet ist. Weil letztes Mal war es ein bisschen dunkel, meinten einige. Diesmal werde ich sie ein bisschen kleiner machen. Da haben sich auch viele beschwert, dass sie zu groß sei. Es wird nicht viel kleiner sein, aber ein bisschen. Und ich werde diesmal auch nicht so oft in die Kamera glotzen. Das haben auch viele bemängelt, da dadurch dann das Gameplay drunter leiden würde, weil ich mich zu sehr auf die Kamera konzentrieren würde. Und deswegen spiele ich heute mal. Ach Gott, das geht mir auf die Eier da unten. So. Und deswegen heute mal mehr Gameplay betont. Ja, ich kenne mich auf Revi nicht so gut aus. Aber ich schaue ein paar Revi-Let's Player. Also Revi-Bad Boss Player. Oh, upsala. Wie zum Beispiel Client Mods. Und ich habe mir jetzt einfach mal so ein Pack gedownloadet und dachte mir so, ja, ne, jetzt bin ich sofort ein Revi Pro Player. Und ja. Da haben wir schon mal den ersten Drachen. Hey. Vier Bronze, so. Wahrscheinlich bin ich hier der komplette Random für 80% der Zuschauer auf Revi. Auch wenn ich hier auch echt oft erkannt werde. Ich bin ja mal eigentlich ein Gomme-Player, aber in letzter Zeit kommen halt doch ab und an mal hier und da ein paar Revi-Let's Plays. Und die kamen halt jeweils immer sehr gut an, muss man ja sagen. Und ja. Kommen wir uns mal jetzt hier Equipment. Wahrscheinlich mache ich hier gerade schon wieder zig Sachen falsch, zu viel Essen oder sowas. Man macht ja als Gummiplayer auf Revi immer was falsch. Und ach Gott. Ich habe gerade hier so einen richtig fetten Pickel, den sehe ich auch in der Kamera und der regt mich aber richtig auf, der tut auch richtig hart weh. Der ärgert mich jetzt schon etwas länger. Der geht einfach nicht weg, Leute. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Das ist auch so richtig ekelhaft, ey. Gott. Der ärgert mich richtig. Ja, okay. Ja, okay, seine Hits sind auf jeden Fall legit. Ach Gott. Der kommt raus, sieht mich nicht mal. Gibt mir schon einen Hit. Also Props an ihn. Vielleicht sind die jetzt auch legit, aber für mich sahen die eher komisch aus. Nice, Buck. Ich dachte, das wäre nur auf Gomme so. Ach, Göttchen. Ja, jetzt aber. Oh. Zufriedenstellendes Grizzly Bridge. Ich? Der blaue. Als ob. Nee, das war sogar gerade das blaue. Hä, hey, ja, okay. Jetzt war ich gerade einmal kurz verwirrt.
Zeit. Okay, aber der scheint mir legit zu sein. Der hopst nur ein bisschen sehr viel rum. Und leckt ein bisschen. Grüße gehen raus an Nils, aka Raschente. Dem habe ich ja heute Mittag, glaube ich, noch gestreamt. Da habe ich ja erst ohne Stimme gestreamt, weil... Ja, vielleicht hört ihr es auch. Ich weiß es nicht. Heute Morgen war meine Stimme einfach übelst angeschissen eigentlich sogar. Und da habe ich mich erstmal hingesetzt, ein paar Tee getrunken. Tee hilft mir immer sehr, wirklich. Das ist unnormal, wie sehr mir Tee beim Stimme wiederbekommen hilft. Das war bisher jedes Mal so. Und ich werde es auch immer so machen, immer schön Zitronentee reinpfeffern, wenn die Stimme weg ist. Das hat immer super geklappt. Ja, habe ich mir heute Morgen erstmal ein paar Tee reingepfiffen. Ich glaube, das waren ein paar. Und ja, dann ging die Stimme wieder. Habe ich auch Stimme im Stream wieder aktiviert. Close. Nee. Miese Brise. Eieiei. Ich nehme jetzt mal einen Heiltrank mit. Ich weiß halt nicht, ob man hier so ein Spawntrap oder sowas bauen kann. Ich nehme mal... Also... So Blöcke um Spawn herum bestimmt. Aber mehr weiß ich halt auch echt nicht. Ne? Das ist halt so die Sache. Wieder mit Revi, da kenne ich mich halt nicht aus. Muss ich jetzt einmal gucken. Sie ist auch Daddy das letzte Spielerin. Aber sie mag mich. Das finde ich schon mal gut, dass sie mich mag. Und da kommt die ja schon angerannt. Ich habe jetzt keinen Knockback-Stick. Okay. Ich glaube, der Hit war gut. Knockout. Oh, das war nicht die Base. Scheiße. Ich dachte, ich hätte sie jetzt. War nicht so. Dann kann ich mir hier nochmal... ein neues Equipment holen. Ich hole mir auch noch schnell einen Knockback-Stick. Das ist mir sonst zu gefährlich. Wahrscheinlich unnötiges Fleisch, was ich jetzt hier kaufe, aber... ist mir jetzt auch egal. Oh, sie ist nur HPQ. Sheesh. Da hat's mal fix ein bisschen bei mir gelaggt. Sie weiß, dass ich an dieser Seite rauskomme. Ich will jetzt nicht verrecken.
Okay. Jawohl! Ja, Mann! Jawohl, wir haben gewonnen, Leute. Nice. Ja, ich würde sagen, ich hoffe, euch hätte diese Runde gefallen. Wenn ihr mehr auf Revi wollt, dann lasst einen Kommentar da. Like natürlich auch. Immer, Kritik ist immer erwünscht, egal ob positive oder negative, wie ich sie aufnehme, ist meine Sache. Nein, aber ich versuche mich ja eigentlich immer zu verbessern. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten kann ich nur sagen, bis zum nächsten Mal und tschö. Mädel!